Jetzt sind wir back. Gregor, Gina und deine Mutter. Und deine Mutter. 15 Uhr wir haben gerade parallel schon mal anmoderiert, als wir einfach noch die Clips vom letzten Mal sahen bei der Vorabwerbung. Ich dachte, wir sind da, aber Gregor meinte, es war ein Teaser. Es war nur der Teaser, der gelaufen ist. Und denkt dran, ab 15 Uhr fängt es an. Ab 15 Uhr ist Tales of Symphonia, Leute. Schaltet ruhig ein. Leute, wir gehen gleich wieder rein, denn kein Leben sollte entstehen, nur um zu sterben. Sagt. Ja, gut, das wissen wir doch. Ja, also das haben wir schon vor langer Zeit geklärt. Oh, jetzt kann ich rumlaufen. Okay. Also, willkommen. Tabata, bitte sagt die arme Tabata. Kaputski. Was passiert hier? Altessa nippelt jetzt auch ab. Oh, Leute. Sprich nicht. Altessa hat mich gerettet. Ja, muss ich schon. Ich tue was. Naja, du machst nichts anderes außer. Stab ranhalten. Das ist so wie die Ärzte bei Star Trek. Also eigentlich können die ja auch nichts, weil die machen mal alles mit dem Trigger. Ja. Ja. Der macht doch alles dann. So, da ist Ewan. Aber der hat jetzt erst rausgefunden, dass Kratos unser Vater ist und wollte uns erpressen. Dein Plan war, den Pakt mit Origin zu schließen, das ewige Schwert einzusetzen. Da wollen wir die Mana-Kanone mit diesem Höhlentor. Ja. Göttlichen Keim, aber. Also, als ich über einen Insider, der Design zum ersten Mal von dir hörte, dachte ich, ich könnte Kratos zwingen mitzumachen. Also wusste er doch schon länger. Ja, bisschen länger, ja. Du warst nicht mit Mythos Ära der Halbelfen einverstanden, aber er war doch mein Kollege. Nein, der Plan war das Ergebnis des falsch verstandenen letzten Wunsches von Martell. Oh. War nicht das, was sie wirklich wollte. Sagte, sie wünschte sich eine Welt ohne Diskriminierung. Ja aber. Ja. Indem man einfach dann die Menschen auslöscht, nicht die nur nicht falsch verstanden, ist einfach total dämlich ausgelegt. Ja. Du solltest dich nicht bewegen. Oh, ich muss die Abtrünnige evakuieren, bevor sie getötet werden von Yggdrasil. Also Kratos kann das Siegel brechen. Ja, das Siegel wird gebrochen, wenn das Mana aus seinem Körper freigesetzt wird. Aber wenn er das tut, wird er wahrscheinlich sterben. Oh, aber Vater, das Siegel ist an sein Leben geknüpft. Oh, Vater, nicht. Der geht doch nicht. Kann man doch nicht machen. Besitz des ewigen Schwertes zu kommen. Können wir nicht dein Leben opfern stattdessen? Ja. Du wirst das ewige Schwert nicht führen können. Nicht die Kräfte eines Beschwörers erforderlich. Du musst Leben von Deutschland anerkannt werden. Aha. Das kannst du jedoch nicht ändern. Eines kannst du nicht ändern. Was denn? Was meinst du mit Yggdrasil? Mythos sagte das auch. Nur Halbelfen können das handhaben. What? Dieses Schwert wurde von euch speziell für Mythos angefertigt. Okay. Aber zum Glück war die Mutter eine Halbelfin oder so. Vielleicht ist er auch ein Halbelf, ja? Er ist doch Halbelf. Was, Lloyd? Kratos. Ach, Kratos? Ah, dann ist er Viertelelf. Deswegen muss er Viertelelf sein. Ja, alles klar. One-Drop-Rule. Kennst du noch? Genau. Will das Herz zu euch kommen? Ich habe mit dem Horn des Einhorns erste Hilfe geleistet. Aber wir sollten einen Arzt rufen. Ja, stimmt, weil Tessa hat kein Ex für... Ich kenne einen guten Arzt, wir haben ihn aus Flanoir geholt, als unser Oberhaupt einmal später verletzt war. Okay. Kommt jetzt die Flanoir-Geschichte. Jetzt kommt Flanoir-Geschichte. Okay, ab nach Flanoir. Jetzt noch ein bisschen. Ziehen wir gleich, wenn wir da sind, würde ich sagen. Ja. Mensch, was sind da wieder für Irrungen und Wirrungen? Flanoir. Ja, schreibt Simcore auf dem Gamecube, habe ich es mir damals auch gegönnt, zusammen mit meinem Bruder. Wir haben ein halbes Jahr fast nichts anderes gezockt. Mhm. Es ist wirklich so, also wenn man da vielleicht noch einen Kumpel hat und wirklich so Sidequests machen und so, kannst du auch. Und wirklich auch ein halbes Jahr haben wir jetzt auch gebraucht. ja, genau. Kratos ist Menschenmensch, echt? Ist Kratos nicht Halbelf? Ich habe keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich ist eh alles sehr wild durcheinander gegen Ende mit den ganzen Plot-Lines. Wo ist denn Zelos? Ist God of War, das ist natürlich auch. Guck mal, Zelos ist abgehauen, aber wir gehen zuerst zum Arzt. Aber ich gehe zuerst ins Inn. Statt zum Arzt, weil ich will auch mal speichern. Mhm. Ach, in den Pen können wir auch. Das Olivenhain, Gasthaus. Ja, hier wird über die Grafik, naja, wer sich über ein 17 Jahre altes Spiel Grafik beschwert, der muss dann auch nicht zugucken, ne? Ja, die Grafik, das geht schon nicht, ich gehe wieder zurück Pokémon Go spielen. Das kann doch nicht sein! Jetzt haben wir ja ein paar Leute aus der Redaktion Pokémon Go. Ja. Aber man kann ja noch kein One-on-One kämpfen. Ja, also müssen wir mal gucken, wie lange sich das hier, weil jetzt sind alle so richtig wild drauf, aber Mitomo hat auch in der ersten Woche jeder ausprobiert.
müssen wir gucken, wie die Lang- oder die Langzeitwirkung davon ist. Weil hast du einmal, wie viel kannst du jetzt fangen? 250 Pokémon oder wie viel sind von Anfang an dabei? Weil irgendwann hast du sie gefangen, ne? Was, willst du dann zu Scientology gehen und dort die Pokémon-Arena einnehmen? Arena-Kämpfe gibt's auch schon. Aber es gibt noch keine One-on-One. Also du kannst doch nicht, wenn du jemand anderen begegnest, der es auch spielt, kannst du nicht mit dem duellieren. Okay, weil das würde es auf jeden Fall verlängern. Und Wenn weil das, da, wenn dann das ist nicht es ja wie normales. Wenn das nicht geht, ist es ja sehr Quark. Es gibt, ja, das geht, leider geht es noch nicht. Also es gibt halt nur Arena-Kämpfe. Aber ich habe selbst noch nicht. Ist ja seit heute verfügbar. Gibt's wahrscheinlich. Wo war denn der Doktor? Der war hier irgendwo, ne? Popomon. Da steht er ja. 150 gibt's im Moment erstmal. Sie haben mir Ionis, eine merkwürdige Substanz, eingeflößt. Damit den Ring des Paktes schmiedet, schaffe ich das wirklich? Okay. Was für ein Ionis? Will er den Pakt irgendwie? Hier ist das Krankenhaus. Beeilen wir uns. Außerdem, hier ist eine Schlange. Sollen wir uns. Nee. Schlange für uns gilt Engel nicht. Engel dich bitte vor. Engel dich vor. Das. Herr Doktor, zieh mal einer an, China. Eine Weile her, wie geht's dem Miso? Ach, ist auch aus dem Dorf. Die Ärztin, ne? Oder? Ein Bekannter liegt im Sterben. Herrje, das hört sich ja nicht so an, als ob alles ruhig und friedlich wäre. Ja, dann lasse ich meine Tremine hier mal flöten. Das kostet euch eine Kleinigkeit. Können Sie so über, ja, wie können Sie in so einem Augenblick über Geld reden? Das ist gerade der richtige Augenblick, um über Geld zu reden. Genau. Von Ärzteseite aus. Ich habe ein Geschäft. Wie viel verlangen Sie? Einigen wir uns auf Zahlung bei Erfolg. Zuerst müssen wir den Patienten ansehen. Spesen, Gefahrenzulage werden extra berechnet. Also eine Eskorte für mich. Ihr drei seht mir geeignet aus. Okay. Die verziehen sich also. Dann warte ich eben hier. Da müssen wir jetzt warten. Wir sind chillen und grillen. Aha. Chillen und grillen. Come on in. Kuleri? Lloyd, did I wake you? It's snowing outside. Oh nein, ich habe noch nie Schnee gesehen. Lass uns Hing und Engel machen. Ja. Also noch mehr als sonst. Kleine Engel. Ja. Ich meinte Schneeengel, Mann, ja, nicht. Ja, ja. Aber es ist eiskalt, lass uns raus. Ach ja, stimmt ja, sie kann ja jetzt wieder spüren, ne? Weil das ging ja nicht so lange, sie ein Engel war. Ja. Der heißkalte Heißkaffee. Mm. Heißkaffee. Eis. It's cold, it's hot. No, it's cold. That's right. You couldn't feel things like that just a little while ago, huh? Say, Lloyd, if you don't mind the cold, do you want to go for a little walk? Warte mal. Ist das hier? Also, passt auf, wir haben schon vor 20 Folgen, glaube ich, drüber geredet. Es ist nämlich jetzt so eine Stelle. Mhm. Soll man das jetzt überhaupt verraten oder nicht? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, wir können schon, weil wir jetzt auch den letzten Teil haben. Okay, ja, stimmt, das ist der letzte Teil. Also, je nachdem, wie man sich, ich glaube, es ist jetzt der Fall, entscheidet, kommt nachher, in einer Stunde ungefähr, wenn wir jetzt weiterspielen, entweder Zelos in unsere Party, bleibt in unserer Party, oder stattdessen Kratos wieder zurück und kämpft mit uns. Okay. Statt Zelos. Das ist natürlich eine wichtige Sache, weil die weiß man natürlich vorher nicht. Und das weiß man da nicht. Das ist je nachdem, ob man sich jetzt entscheidet, ob man rausgeht oder drin bleibt. Es könnte aber auch sein, dass es ein Skit später ist, dass man sich da was entscheiden muss. Aber ich glaube, es ist jetzt. Lass doch mal checken, was hier also denn drin steht. Altessa und Flanois. Hier steht, agree to go for walk with Collect to view an extra scene. Okay. Also steht noch nichts, das ist das. Ist noch nicht die Entscheidung. Okay. Ja, aber so langsam hier, ja, je nachdem, wie du sie behandelst, dann ändert sich was. Ja, das sind ja auch, denke ich mal, mit den Skits, mit den weiteren Sachen. Wir können ja sagen, wir machen das einfach wir machen so nach das, gut dünken und dann gucken wir. Genau, und gucken, was bei rumkommt, weil wir hoffen ein bisschen auf Kratos natürlich. Wäre natürlich cool, aber wir gucken einfach mal. Also im ersten Moment, niemand will ja hier Nein sagen, wenn sie dann hier... Ja. Oh, mitten im Juli. Lloyd? Oh, das ist so toll. Remember what Kratos said? What was it? He said we can throw the X-Spears away at any time. Postet mal Herzen in den Chat, bitte. Ja, bitte. Ich mach auch. Herzen in den Chat rein. But right now, we need to carry the burden of the hopes and dreams of the victims and fight on their behalf. Oh, that.
That was when we saw X-Spheres being made at the human ranch in Silver. Erzähl doch jetzt nicht sowas. Wir wollen jetzt ein bisschen 12 Uhr mittags schön. Wenn das jetzt. Ah, oder meinst du, es ist gar kein Uhr, es ist nur ein Eiszapfen, der da. Stimmt, bewegt sich gar nicht. He was talking about your mother, wasn't he? But he works willingly for the boss of the guy responsible for turning my mom into. Hast du recht, Kratos ist eigentlich schon Arschloch. I don't think that's true. Ach ja, das stimmt natürlich auch, oder? Ganz ja, das ist aber so wie ein Fähnchen im Wind. Also ich glaube nicht, dass Kratos mit Absicht dann die Mutter von Lloyd zum Experimenten auch, aufgegeben ja. hat. Ah, oh, hier, Herzen. Ja, endlich. Ohne Pizza. Herzen ohne Pizza. Weil jemand nur Fett im Herzen hat. Kommt die Pizza dann. Genau, Kratos kümmert sich oder der denkt an dich und deine Mama. Jetzt ist auf einmal ein wundervoller Vater sogar. What? So weit will ich jetzt nicht. Why you brought me out here? To tell me that? Yeah, I guess that was part of it. Thanks, but it's okay. I'm not really shocked about the fact that he's my father. Ach was, ne, das ist gar keine schockiert. But Origin Seal? I'm sorry for bringing you. Ah ja, wir müssen ja jetzt umbringen, ne, damit wir das Siegel von Origin. Umbringen. Ne, wir müssen Kratos, ja. Wir müssen Kratos umbringen, damit wir überhaupt dann. No one knows if he'll survive or not. Du musst einfach auch mitsterben, Lloyd, weil du bist ja sein Sohn, kannst bestimmt unterstützen. Stimmt. Ohne dass Kratos stirbt. Just like the way you saved me. Colette? I'm sure everyone will understand, okay? Please. Thanks, Colette. But I look at it this way. Sieh das mal so, Colette. Kratos has his reasons for siding with Mythos. Ja, vor 8000 Jahren hat er das gemacht, Mann. And I want to hear what those are. Anything else I do is going to wait until okay. after that. You're going, aren't you? To Daris Carlon. Yeah. I plan to go after we check on Altessa's condition tomorrow. I don't agree with Mythos's vision. I have to prevent it from happening. I'm going to fight him. Okay. Is it okay if I come a little closer? Oh, jetzt aber Herzen, Herzen. Jetzt kommst du ein bisschen. Sure. Ja, komm doch mal ein bisschen näher, Colletti. Oh. Oh. I don't want to see this beautiful scenery ruined the way Silverant was. I won't let that happen. This time, we're going to protect it, right? Yeah. Yeah. Do you know the seventh dwarven vow? Siebte Zwergenregel. The one you hate the most. Oh, jetzt kommen die Herzen, Chat. Das Gute und Liebe werden immer siegen. I really hope that's true. Are you worried? Herzen, Herzen, Herzen. Then take this. What's this? It's a charm. A Flanor snow bunny. Schneehase. They say it brings good luck. Oh. I had them take one to Altessa earlier. Schön der Industrie für die Touristen hier. ja, dieser Schneehase für 30 Euro. And this one's for you. Thanks. Lloyd, we're all with you. Now that you have a charm too, everything will work out. Genau, daran hängt's. Yeah, you're right. Ob du einen Schneehasen hast. Erhalt einen Schneehase. Toll. Schön. Können wir den ausrüsten? Ich glaube, es bringt nichts. Schneehasorn. Also ich glaube, das war jetzt die Szene schon. Mhm. Ich glaube nicht, dass jetzt. Ich glaube, das war das jetzt. Ah, guck mal, aber wir haben Flanor bisher noch nicht per Tag gesehen. Okay. Guck mal, es ist so hell auf einmal. Erst mal hell geworden. How's Altessa? Well, he managed to pull through. Some dudes from Mizuho were hanging out there to guard him, so everything is all right. Good. I need to speak with everyone. The world is never gonna change if we just wait for Cruises ja. to make the next mhm. move, right? So this time, we're going to strike them first. Well, so you're finally ready to do it. We're gonna raid Cruises. Yeah. Raid. Raid. Genau, wir müssen irgendwie auch verhindern, dass Kratos aber stirbt. Okay. What about Kratos? I don't really know yet. We don't know for certain that he'll actually die. We also don't know if he'll side with us or not. We don't have the time to worry about things we're not sure of. What do you intend to do about the Eternal Sword? Even if you break Origin's seal. You can't wield it, remember? Mhm. And I doubt either Genus or I would be able to handle a sword. Ist gleichzeitig zu zweit gleichzeitig. Don't worry about that.
Oh, ich hatte gerade eine coole Idee für einen Rollenspiel-Party-Charakter. Mhm. Also nicht für Tales, aber für so, vielleicht kann man das für später mal benutzen. Also, du hast eine Waffe, die so groß und so schwer ist, dass sie eine Person nicht bedienen kann. Deshalb hast du ein Paar. Ne? Also zwei Leute, die zusammen quasi aber einen Kämpfer ergeben. Okay, weil so wie Ice Climbers. Genau, so ungefähr. Ne? Also dass sie an einer Waffe dran sind und weil die so groß und so schwer ist, ja, die dann damit bedienen können. Cool. Das gebe ich euch for free, Leute. Das wäre eine coole Idee. Nicht schlecht, das ist echt cool. Wenn es das mal gibt. Vielleicht ja für Beards auch. Das wäre super. Aber ich glaube, das wär, ich glaube, es ist fast schon zu cool für Beards. Das ist das Ding. Naja, Beards muss ja mehr ein bisschen so lustig abgedreht sein. Ja. Ne? Und das ist ja cool. Cool. Why do you think I can use magic swords? Ah, also sollst du zu Zeldos gehen. Ach, guck mal, der hat sich ein bisschen Elfenblut injizieren lassen. Injektion. In other words, I'm a human with elven blood. Okay. Das ist schon ein bisschen HGH, ein bisschen Testo. Ja. Eigenbluttherapie. Eigenblut. Ja. Kann nicht nur hier Yggdrasil besiegen, sondern auch die Tour de France gewinnen. Understood. For the sake of uniting the worlds. Yeah. I'll do my best too. Colette, I need you to stay behind. Why? They want you as Martell's vessel. We'll have either Mizuho or the Renegades hide you. If that's what you want. Also das Ding, was du meintest eben, ne? Wir haben die Option mit. Natürlich kommt sie mit. Mit Zelos, falls das mit Kratos nicht klappt, ja, dass er das Schwert sozusagen. Ich glaube, das ist das jetzt. Ich glaube, Kratos ist jetzt nicht dabei. Ja, meinst du, weil ich das wir ja gesagt haben. Aber klar, ich glaube, das hing nicht damit zusammen, weil in der Lösung steht nichts davon, dass es davon abhängt. Zelos! Take her along. Ach, keine Ahnung. Vielleicht kommt das ja noch. Ne? Ja. Be a man. Show her what you're made of. Wow, we actually have the same opinion for once. Sorry, Lloyd, but I agree with Zelos this time. Colette will come with us, okay? Ja, natürlich kommt sie mit. Ja, wieso auch nicht? Sie war immer jetzt dabei. Ich nehme sie eh nicht in die Party gerade mit rein, jetzt ich nicht muss. Sie muss mitkommen. Like gerade jetzt muss sie mitkommen. It sure does, for some weird reason. Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht stimmt, oder? Butt, ja. Dass er nur davon redet, dass er Elfenblut. Zelos, wobei er vorher. I trust you. What are you talking about? Well, of course I can understand that you're counting on me. Just place your faith in me. Faith, huh? I hope so. Oh, jetzt gibt's aber ein paar harte Worte. Oh, das sieht aber ein bisschen das Gegenteil von Vertrauen. So. Speicher. Machen wir mal 90 Sicherheit. Jetzt ist mega Landunter jetzt gerade draußen. Ja, ist auch Hochsommer. Ne? Ist ja, genau, Hochsommer Hamburg. So, das heißt, wir sollten nochmal zu Altessa und gucken, wie es ihm geht. Und dann nach Deris Kalan. Deris Kalan ist nochmal ein bisschen längerer Part, ne? Das dauert ein bisschen, Deris Kalan. Bestimmt Stündchen auf jeden Fall. Aber sind wir jetzt schon das? Also sind wir nicht vorher noch? Doch, zu Altessa. Aber wir sind doch hier vom Tower of Salvation nochmal vorher, oder nicht? Achso, ja. Ah, das können wir bestimmt. Das können wir auch mal. Wir gehen erstmal zu Altessa runter. Gucken, wie es ihm geht. Oder wollen wir im Tower hier mal schauen? Weil ich glaube, im Tower müsste noch ein Boss auf uns warten. Wir gehen mal kurz rein. Wir checken mal, was hier. Ach, guck mal hier. Da. Schaust du an. Ah. Keine Chance, es ist blockiert. So weitergeht, wird uns der Fluchtweg abgeschnitten. Hier kommen noch mehr. Ach, hier? Leute, hier lang. Ein Geheimgang in den Turm. Okay. Warum hilfst du uns? Ja, jetzt, dass Yggdrasil die Wahrheit über mich kennt, muss ich mit euch zusammenarbeiten. Ich bin nicht euer Freund, aber ich arbeite mit euch zusammen. Ein Geheimgang, den natürlich keiner gesehen hat. Oh, hier entlang ist es gefällt. Ach, das ist der Hauptweg. Ah. Und zwei Maschinchen. Okay, wo wir auffüllen nochmal. Einmal alles auffüllen. Cool auch. Ja, das ist wichtig. Ja, komm, machen wir voll. Oh, trotzdem tut weh, aber wir machen es voll. Halt alle Statuseffekte außer K.O. Ah, ich mach da mal 5. Magiesperre. Gegenwirkung für magische Krankheiten im Kampf. Akribie. Sirup. Schützt, aber schwächt den Angriff. Das braucht aber kein Mensch. Brauche kein Mensch. 38.000 für nichts und wieder nichts. Hast du es gekauft jetzt? Ja. Ja. Erfrische. Hä? Beide. Gleiche?
Okay. Ja, hier müsste zumindest noch, hier müsste zumindest noch ein Boss sein. Kronima, vielleicht. Oh, wir sind, oh, das ging ja super schnell. Das ging fix. Wir haben ja auch vorher gesaved, egal was sein sollte. Also. Leave this to me. Leave it to you? What are you gonna do? I figured something like this might happen. So I prepared a little something the last time we were here. Okay. Colette, come here for a second. Also, siehst du dieses Kaninchen in dem Hut? Passt dann wie ein Zaubertrick. Okay, jetzt. Ich komme mal mit. Ein bisschen das ist. Strangey. Komm noch mal ein bisschen näher ran. Wie das Messer in den Bauch rammen kann. Was? What? Good work, Chosen. Hat er uns verraten? Now, bring her to me. What the f. Sure thing. Der Auserwählte Thessalas. Hat sich gerade gegen uns gestellt und Colette Pronima übergeben. Wir haben doch gerade gesagt, wir vertrauen dir. Vor 2 Minuten noch. Oh, shut up. I'm just putting myself on the winning side. What you're trying to do is hopeless and meaningless. Was? What's the big deal? Colette wanted to be a sacrifice, remember? Zelos, you traitor! Oh, give it a rest, Lloyd. Did you forget what I said in Flanor? Das war vor 2 Sekunden. Ich hab's vergessen. With the strongest. Betray you? How amusing. Zelos was our spy from the. Was? Du alte Sau. Alter Zelos. Is that true? It's not true, is it? I side with the strongest. Der guckt auch so suffisant, ja? Jetzt mit Lange. It's a simple matter of weighing the renegades, Crucius, and all. You were leaking information to the renegades too? Unglaublich! Skandal, Traitor, Chat geht ab. Du alte Sau. Ja. Du warst schon immer pervers. Was? Du warst schon immer pervers. Ich bin lange Zweifel, dass du im Grunde aber ein guter perverser Mensch. Ja. Why thank you, my sweet voluptuous honey. Das Zuckerpüppchen. But in the end, I choose this because Mythos promised to release me from my fate as a chosen of mana. Das machen wir doch auch hier die ganze. Ach, egal. You hate being the chosen so much. That you would betray your friends. Ihr wart nie meine Freunde. Oh yeah, I do. It's because of that title that my life has been a total joke. I can't stand it. I can't wait for Celeste to become the chosen instead. You're lying. I still trust you. You hear me? You're the one that told me I could trust you. Da kann ja keiner lügen bei. Du mieses Schwein. Stupid. Let's get going, Lady Pronima. Lloyd! Es tut mir leid. Leute. Leid. Lloyd. Leute. Disappear into nothingness. Oh, Kuchinawa? Was? Everyone. Oder ist das. Nee, Kuchinawa war rot, nee, ne? Du hast recht. Orochi ist es. Ja. Alle mal bereit? Damn! Regroup! Okay, also. Okay, fuck, jetzt bin ich. Dann nehme ich bisher. Bisher lass mal Regal, glaube ich, okay. Wenn Regal kommst du. Kann ich für Attack nochmal. Okay, warte mal. Okay, Manuel. Crescent Moon, Spin Kick, Triple Kick, Swallow Dive. Ich will irgendwie Level 3 Zeug haben. Wo ist denn. Ich glaube, wir sind hier. Bastion, Spezialattacke. Ja, die meisten Attacken haben. Ja, okay. Gut ist, ja. Ja, dadurch, dass wir mit dem nicht händisch gekämpft haben, ja. Hat er natürlich nicht wirklich Level 3 sein. Wir können mal bei Dingsa gucken, mal bei, wie heißt er nochmal, Presair. Ansonsten. Aber sonst, nee, lass mich das benutzen, vielleicht lernt er ja. Ja. Gucken. Okay, irgendwie. Dann gebe ich dir nochmal Crescent Moon, Spin Kick, Swallow Kick, Eagle Dive, Rising Dragon. Ah, nee, es ist Luftabwehr. Und Heaven's Charge, das klingt doch gut, ne? Ja. Ein Gegner anschlagen und umhauen. Und Spezialart Willensprojektion, das nutze zum Treffen naher Feinde, Bodenattacke, Mirage. Mirage, ja, das kenne ich. Okay. Alles klar.
Okay, dann sind, glaube ich, dann wieder drei Gegner. Sollten wieder, also das... Die Satellite zuerst? Ja, genau. Custodia und Engelschwerde. Ich hätte nur gedrückt, ich mache da nichts gerade. Are you ready? Ja. Oh, es ging aber schnell, ich konnte nicht mal abwehren. Ach, natürlich vorbei. Okay, aber die gehen auch relativ schnell, die Engelschwerter. Sag mal. Okay. Ja, wir haben jetzt schön Status ab. Wenn er bloß die Hände benutzen würde, Mann. Wie kann ich die seitliche Attacke nicht benutzen? Okay. Also wir können... Die Eagle Dive kann ich nicht benutzen. Luftattacke. Also muss ich dann zuerst hochspringen? Das kann sein, ja. Soll ich mal wechseln? Den? Nee, lass einfach mal, dass ich benutze die hier schon mal. Dieser ja, Eagle Dive geht, wenn ich in der Luft bin. Okay. Oh, der hält überhaupt. Okay, Healing Circle, alles klar. Ey! Aber, ey, das war eh gehoppt, wie gesprungen. Aber trotzdem relativ, also ich glaube, die hatte auch was an die 20.000 ja. Erfahrung. Guck mal, 10.000 für diesen Kampf an Erfahrung bekommen. Ich habe vorher für einen Kampf in dem Dungeon ungefähr 300 gekriegt. Ja. Da sieht man, was das Level ja, eigentlich bringt oder nicht bringt. 10.000 sind ja schon fast zwei Level, oder? Ja, mindestens. Are you okay? Okay. Genau, ja, wir haben den Boss geschlagen. Wir gehen kurz in die Werbung, wenn wir wieder zurück sind, schauen wir mal, was Zellus ist, alle Schweine, wie wir den da kriegen können. Dieses miese Schwein. Die Sau. Bis gleich.